Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich muss ganz ehrfürchtig sagen, Leute, das ist wohl das Video meiner Träume. Da steckt so viel Herzblut hinter, so viele Jahre sammeln, so viel Geld, wirklich so viele Emotionen, um euch sowas hier präsentieren zu können, nämlich eine Evolution der Superlative. 10 verschiedene Arten von Pyrocrackern von hier 1989 bis jetzt ganz aktuell. Wie gesagt, 10 Stück, 10 verschiedene Sorten, die gucken wir uns jetzt mal alle an. Es wird auch ein sehr langes Video, das Video ist auch verfügbar in 4K, 50 FPS. Das heißt, ihr könnt es euch auch auf dem 4K-Fernseher etc. angucken. Ja, so, 10 Päckchen, wir fangen mal an beim Allerältesten. Wir haben hier ein Päckchen, das ein blaues Päckchen, also ein blauem Cover, blaue Piraten-Corsair mit grüner Schrift. Das Ganze ist hier vom Importeur Weco natürlich und Hersteller ChinaNut K4. Wenn man das Päckchen mal umdreht, sieht man, man kann hier sehr gut durchgucken. Genau, relativ durchsichtig. Es werden weiße Böller sein mit altem Warenzeichen drauf und auch graue Lunte. Das konnte man auch sehen. Das werden wir gleich mal öffnen. Dann haben wir hier das nächste Päckchen von Anfang der 90er. Auch noch dieses blaue Corsair Cover mit dem Doppelpiraten. Dieses Mal vom Hersteller ChinaNut F3. Importeur wieder Weco. Und es handelt sich hierbei um rote Böller, die auch eine Visco tragen. Das habe ich schon gesehen. Wie gesagt, öffnen werden wir es gleich. Dann haben wir hier ein Päckchen, worauf ich auch lange Zeit gewartet habe. Nämlich Pyrocracker von Weco. Vom Hersteller ChinaNut F3, Importeur Weco Feuerwerk. Hier das alte Warenzeichen, oben links und oben rechts das alte Warenzeichen. Das sind rote Böller, die auch das alte Warenzeichen auf dem Böller selber tragen und eine graue Lunte haben. Das ist die Besonderheit. Rote Böller mit grauer Lunte und diesem Corsair Cover, diesem roten schon. Das ist der Wahnsinn. Dann haben wir hier ein weiteres Päckchen ChinaNut F3 wieder. Hier das alte Warenzeichen, oben links, oben rechts. Ach genau, mal kurz zum Datum. Diese hier werden auch von Anfang der 90er sein, unmittelbar nach diesen hier. Dann haben wir hier welche aus Mitte der 90er, ich schätze mal so 95. Auch rote Böller. Die Böller selber tragen das alte Warenzeichen. Genau. Und generell alles altes Warenzeichen auf dem Päckchen. Dann haben wir hier eins, was schon etwas fortgeschritten aus Mitte der 90er Jahre ist. Auch unten links, oben rechts. Das alte Warenzeichen, nur die Böller sind rot, haben eine Visco und tragen schon das Übergangslogo. Das ist der Unterschied zwischen dem hier. Hier haben die Böller auch das alte Warenzeichen, hier haben die Böller schon das Übergangslogo. Dann haben wir hier vom Hersteller SQ dieses Mal, Böller, Pyrocracker. Unten links schon das Übergangslogo, oben links alte Warenzeichen, oben rechts altes Warenzeichen. Die Böller tragen auch das Übergangslogo. Man sieht es hier durch, es sind rote Böller. Die sind aus Ende der 90er. Also 99 circa. Dann haben wir hier eine Besonderheit, sieht man nicht allzu häufig. Nämlich haben wir hier auch ein Päckchen, unten links ist Übergangslogo. Oben links ist Übergangslogo, oben rechts das alte Warenzeichen in der Flagge. Das Besondere ist, dass hier oben links schon das Übergangslogo ist. Das haben diese Böller hier zum Beispiel nicht. Das sieht man ganz oft. Die haben nur unten links das Übergangslogo. Die sie haben unten links und oben links das Übergangslogo. Auch vom Hersteller SQ, Importeur wieder Weco. Auch rote Böller. Die Böller tragen das Übergangslogo. Dann haben wir hier ein Päckchen von ca. 2006. Unten links Weco-Schriftzug, oben links auch Weco-Schriftzug, allerdings das alte Warenzeichen noch in der Flagge. Man sieht es. Böller sind rot, haben eine Visco und tragen einen Weco-Schriftzug, wenn mich nicht alles täuscht. Öffnen wir gleich. Dann haben wir hier Weco-Böller, noch mit BAM P2-Nummer, also ca. von 2013. Unten links Weco, oben rechts in der Flagge den Weco-Schriftzug. Rote Böller mit Visco, wie gesagt, ca. 2013. Und hier ganz aktuelle mit BAM P2-Nummer, rote Böller, überall Weco-Schriftzug, beziehungsweise, nee, die mit BAM F2-Nummer haben hier unten links auch keinen Weco-Schriftzug mehr, der ist nur noch hier oben rechts dann. Ja, so sieht's aus, Leute. Und wir werden die Böller jetzt auch mal alle öffnen. Dafür mache ich jetzt einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. Obwohl, nee, wisst ihr was, wir machen das jetzt so, ich mache das jetzt live. Leute, das Video ist der Wahnsinn, also werden wir auch, das Video wird auch locker 15 Minuten lang gehen. Aber deshalb, ich bitte euch, dieses Video zu teilen, teilt es, kommentiert es, etc. Weil
das ist echt schon der Hammer. Vor allem solche Kaliber hier zu schießen auch. Es ist wie gesagt ein Video meiner Träume, weil ich ja Weco absolut liebe und Pyrocracker einer meiner Lieblingsgrößen sind. Hier haben wir die ganz aktuellen Böllerchen. Das Päckchen mal da drunter. Ganz aktuelle Böller. So sehen sie aus. Oh. Kurz gucken. Ah, jetzt kommt ein bisschen Wind auf. So, so sehen die Böller aus. Recht ranzig verarbeitet. Genau. Dann das Päckchen aus ca. 2013. Das werde ich jetzt auch mal öffnen. So, lege ich auch hier drunter. Die Böller. Hier. Ah, die sehen noch besser aus, sehe ich gerade. Oha, die sehen aber noch ein gutes Stück besser aus. Die sind hinten ja auch noch richtig fest, richtig dick. Sind recht stabil. Und oben auch noch gestopft. Ja, gute Böllerchen. Sehr schön. Gefällt mir sowas zu sehen. Dann hier das Päckchen Zwickau aus 2006. Ich will auch wieder zwei Böller raus. Wirklich ein Video für Nostalgiker. ja, die sind unten zugeleimt, auch noch recht dick. Oben zugestopft, man sieht's. Beide Böller, sehr schön, gefällt mir auch sehr. Jetzt kommen die Böller, die hier oben auch das Übergangslogo tragen. Besonderheit, ich schätze mal, die sind ziemlich genau von 2000. Würde ich jetzt behaupten. Hole ich auch mal wieder zwei Böllerchen raus. So, hätten wir das. So sehen die Böller aus. Also schon deutlich dicker auch als die etwas jüngeren Böller. Hinten zugeleimt, oben zugestopft, nehme ich jetzt mal stark an. Ja, sehr fest auch. So, jetzt kommen wir hier schon zu den Sachen, die auch langsam wirklich alt sind. Die hier sind ja auch schon knapp 20 Jahre jetzt alt, die ich gerade öffne. Circa von, also von 99, die sind eigentlich relativ genau von 99. So sehen die Böller von hinten aus, sind meine absoluten Lieblingsböller von SQ mit Übergangslogo. Sehr dick, sehr fest, sehr stabil. Hier auch oben zugestopft, unten zugeleimt. So sehen die Böller aus. So, machen wir weiter. Muss mal ganz kurz aufstehen. Genau, übrigens, was ihr gerade schon gesehen habt, hier ist auch das Übergangslogo drauf, ne? Von denen von 99 und bei denen hier von 2000 ist auch das Übergangslogo drauf. Und hier schon bei denen von 2006 ist es der Weco-Schriftzug drauf. Nur mal kurz nebenbei. Jetzt haben wir hier das erste Päckchen, was überall das alte Warenzeichen hat. Ja, die Besonderheit wird jetzt sein, dass die Böller selber noch das Übergangslogo tragen. Oder was heißt noch? Schon das Übergangslogo tragen. Ja, und es stimmt. Die Böller selber tragen das Übergangslogo. So sehen die Böller aus. Von hinten. Ziemlich dick, sehen eigentlich aus wie die, die ich gerade geöffnet habe von SQ. Jawohl. Jetzt, Leute, diese Böller hier, die werden jetzt auch schon das alte Warenzeichen tragen. Ich zeig's euch. Ein bisschen rumgefummelt, aber es muss jetzt auch mal sein. Genau. Tragen auch schon das alte Warenzeichen oder immer noch hier, da haben wir es, das alte Warenzeichen. Oh, stell doch jetzt scharf bitte. Altes Warenzeichen, hinten sehen sie so aus. Oh, hinten auch zugekrempelt, wie ich sehe. Die sind circa aus 1994, so um den Dreh. Genau, so sehen die Böller aus, sehr sehr schön. Jetzt, boah, dieses Päckchen hier ist mir selber wirklich sehr viel wert. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Herrlich, wirklich. Oh, oh Mann, ey. Und die werden wir jetzt verschießen. Graue Lunte Böller, so sehen sie von oben aus. So sehen die Böller von hinten aus. Alter, ist das geil. Und natürlich das alte Warenzeichen. Wo haben wir es? Da oben. Weco, altes Warenzeichen. Der Wahnsinn. Ach Leute. Hier, graue Lunte. Sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir zum nächsten Päckchen. Blaues Corsair. Schwarze Schrift. Hersteller China Nut F3. Und es wird einfach aufgerissen von mir.
wie man sieht. Wahnsinn. Ah, das sind noch. Ja, okay, die sind so leicht lila-stichig, die Böller. So sehen sie aus von hinten. Sind sehr leicht übrigens, sehr, sehr leichte Böller. Auch total gut eindrückbar. So sehen sie von vorne aus. Und haben gar keine Schrift. Die Banderole geht schon ab. Tragen keine Schrift. Und jetzt kommt das älteste Päckchen hier. Grüne Schrift hier unten. Blaues Corsair. ChinaNut K4 ist der Hersteller. Sehr durchsichtig. Hier sieht man auch die Pfennigpreise. Und da haben wir es jetzt geöffnet. Auch graue Lunte natürlich. Mich verwundert ein bisschen, dass diese hier keine graue Lunte haben. Aber das macht nichts. Hier aus Ende der 80er Jahre. So sehen sie aus, die Böller. Auch Wahnsinn. Grün-weiße Böller. Mit grüner Schrift. Altes Weco-Warenzeichen. So sehen die Böller von hinten aus. Boah, der pumpt hier der Fokus. Tut mir sehr leid. Und Drücktest steinhart. Steinhart. Wahnsinn. Oh, Alter. Klasse. Okay. Ich heb mal kurz die Kamera hoch und dann genießen wir diesen Anblick, den wir hier sehen. So sieht es hier jetzt aus. Ich kann die Böller mal ein bisschen zurechtlegen. Und dann geht es auch jetzt gleich schon zur Zündung. Aber bei dieser Art von Video, Leute, nehme ich mir ganz besonders viel Zeit. Weil sowas hier sieht man wahrscheinlich nur einmal. Guckt euch das an. Wahnsinn. Okay, Leute, wir sehen uns jetzt gleich bei der Zündung wieder. Wir fangen an mit den jüngsten Böllern und gehen dann rüber zu den ältesten. Noch kurz zu den Daten. Wie gesagt, aktuell diese hier ca. 2013, diese hier ca. 2006, die ca. 2000, 2001, diese hier in etwa 1999, diese hier in etwa 1997, die hier in etwa 95, die werden schon von 92, 93 sein, die hier auch ungefähr 91, 92, 93 und diese hier 88, 89, 90, irgendwann von da. Gut, wir sehen uns gleich bei der Zündung wieder, meine Freunde. So, ich habe die Böller jetzt noch mal kurz aufgestellt, bevor wir sie zünden. So sehen sie aus. Ja, so sehen die Böllerchen aus. Genau, wie gesagt, älteste, hier die jüngsten. Und ich würde sagen, wir beginnen, wie gesagt, mit den jüngsten Böllern, den aktuellsten. Viel Spaß bei der Zündung, Leute. So, wir starten jetzt mit dem aktuellsten Deko Pyro Cracker. Jetzt die Pyro Cracker aus 2013. Jetzt die Pyro Cracker, die überall das alte, die überall das Übergangslogo hatten aus ca. 2000.
Gut, jetzt kommen wir zu den Kindern der 90er, die mit Übergangslogo und altem Warenzeichen aus 1999. Und noch einer. Kommen wir zu denen, die überall das alte Warenzeichen hatten. Nur die Böller trugen noch das Übergangslogo aus ca. 97. Und noch ein zweiter. Aus ca. 1995, die überall das alte Warenzeichen hatten auf der Packung. Und auch die Böller tragen das alte Warenzeichen. Und noch einer von denen. Jetzt kommen wir zu sehr besonderen Böllern. Rote Böller mit altem Warenzeichen und grauer Lunten. Jawohl. Ja. So, und wir probieren noch einen von denen. Dann haben wir auch zwei funktionierende von denen gehabt. Sagenhafte Knaller. Jetzt, Leute, kommen wir zu den ersten blauen Böllern mit dem blauen Corsair Cover aus circa 1991. Das ist eine richtige Besonderheit. Hier sind jetzt zwei weitere Böller. Wie gesagt, blaues Corsair circa 1991. Gut, die gehen leider nicht. Da müsste ich leider kapitulieren. Sehr, sehr ärgerlich. Aber wir haben ja noch weitere Böller, nämlich die aus 1989. Weiße Böller, graue Lunte. Blaues Corsair Cover auf der Packung. Los geht's, Leute. Oh, das war ein dicker Brummer. Noch ein zweiter. Gute Lunte. Sehr schade. Da mich das wurmt, wenn die alle nicht funktionieren, mache ich jetzt nochmal zwei weiße Böller. Graue Lunte. Jawohl. Endlich. Und noch einer. Zweiter Böller. Ja, ich würde sagen, es hat zumindest einer gezündet. So, wir sehen uns sofort nochmal wieder. Jawohl. Ja, Freunde, ich habe jetzt hier nochmal alle Böller liegen. Hier waren sie, hier lagen sie. Wahnsinn. Die haben mir besonders gut gefallen. Irgendwie
Finde ich hier total geil, diese roten Böller mit grauer Lunte. Und auch diese Packung. Ja, ich würde sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir sehr gerne, sehr, sehr gerne ein Abo. Gebt mir einen Daumen nach oben. Leute, teilt das Video unbedingt. Es ist ein sehr, sehr besonderes Video. Das wird man so wahrscheinlich auch nie wieder sehen. Unzählige, sehr wertvolle alte Artikel. Es hat mich sehr gefreut, dieses Video machen zu können. Wirklich ein Traum und ich bin voller Ehrfurcht. Da bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Unterstützt mich sehr gerne. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, Leute. Es werden auch Evolutionen und weitere Folgen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.